werde ich da auch noch ganze Streams lang ins Büro stecken. Da werden wir sicherlich noch einige Wochen sonntags mit Host verbringen können. Ja. Ist ein schönes Spiel. Ich denke, ich werde auch mal die Stream-Aufzeichnungen hochladen auf YouTube. Als Ganzes. Der erste Stream hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bin gespannt, wie es hier weitergeht nach diesem Ladebalken. So, na dann. Ja, so sah das Büro am Anfang aus. Das können wir uns mal gleich kurz mein Büro jetzt angucken, was ich im letzten Stream fertiggestellt habe. Heute machen wir erstmal am Anfang wahrscheinlich ab der Hälfte des Streams dann nur noch Büro. Aber wir machen am Anfang mal ein paar Aufträge und so. So bescheidenes Heimglück allein. Der motivierende Spruch immer beim Reingehen und beim Rausgehen am ganz großen Wand. So muss es sein. Und Vlad der Pfähler hinter der Wand. Ja, es ist jetzt hier die kleine Drecksbude. Vielleicht können wir das dann irgendwann auch nochmal vergrößern. Ich würde mal sagen. Heizkörper hier im Winter gerade sehr schön. Betreff Heizkörper. Wenn ich für etwas zahlen soll, dann muss ich voll zufrieden sein oder ich zahle einfach nicht. Die Winter sind hart und in meinem Haus gibt es keine Heizkörper. Montieren Sie sie. Okay. Wir gehen mal Heizkörper montieren. Das haben wir, glaube ich, im letzten Stream schon gemacht. Hier geht es wirklich darum. Okay. Heizkörper. Wo sind Heizkörper? Da sind Heizkörper. Ach, da müssen wir, da muss ein welches hin. Okay, Waschbecken, Badezimmer, Heizung. Toilette, Badezimmer, Heizung. Okay. Einmal montieren. Ja, hier anschließen. Anschließen. Neuer Fertigkeitspunkt. Hurra. Jetzt haben wir hier noch ein Waschbecken, was wir anbringen müssen. So ein Waschbecken. Wo kann das hin? Das nicht höher montieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen niedrig so.
Das Becken. Noch so eins kaufen. Wird da jetzt ein bisschen eng hier drin. Okay, hier muss eine Heizung hin. Und Büro. Heizung. Eine größere passt hier auch nicht rein. So. Hilfe. Büro ist fertig. Mein Schrank bräuchte auch mal unbedingt. Badezimmer, Schlafzimmer. Haben wir schon montiert? Ach so. Erstmal anschließen. Angeschlossenes Waschbecken wäre natürlich praktisch. Sonst kann das gut aussehen, wie es will. Bringt dann auch nichts. So, Badezimmer erledigt. Schlafzimmer. Ja, durch. Jetzt mal hier ist das Schlafzimmer. Die Heizung. Heizungsmonteur ist eigentlich ein anderer Job, aber gut, das nehmen wir auch für die Kunden, übernehmen wir auch für die Kunden. All Inclusive Service. Wir sind dann alle ausgebildet. So, dann sind wir, glaube ich, hier fertig, oder? Kurz ein kleines Selfie, ein kleines Foto machen. Durch die Hintertür wieder raus. Okay. Auftrag beenden. Für lausige 700. Gut, neue Mails. Amarantrote Wände. Anbauwand, jemand muss die Wand abreißen. Oh ja, abreißen. Jemand muss die Wand abreißen. Ich grüße die ehrenvolle Renovierungsfirma. Was für ein Gruß. Seit einiger Zeit sind große Räume angesagt. Man braucht sich nur ein bisschen umzusehen. Sogar mein Nachbar und auch sein Nachbar haben einige Wände in ihren Häusern auch herausgerissen. Ich möchte auch, dass einige Wände in meinem Haus verschwinden. Ideal hierfür sind die Wände zwischen dem Wohnzimmer, der Küche und dem Flur. Zusätzlich hat meine Nachbarin ihre Wände in hellblau streichen lassen. Ich will das auch. Ich vertraue ihnen und bin fest davon überzeugt, dass eine so professionelle Firma kein Problem damit hat, dass dies schnell und kostengünstig zu machen. Mit freundlichen Grüßen, Johann Pinsel. Pissel. Interessanter Name.
der Beste. So, ändern Sie dann Ruhe in Ordnung der Räume. Wände zerkloppen. Okay, die Wand muss weg. Die auch. Die Mauer muss weg. Okay, das war eine tragende Wand. Wenn es Durchbruch. Okay, können wir schon durchlatschen. Den Schutz mal wegräumen. Tür lässt sie einfach stehen. Nichts von Türen gesagt, hätte nur Wände gesagt. Zerkloppt die Wände für ihn. Die Türen hält es da. Die Türen bleiben da. So, hier eine Tür. Da war Lichtschalter drunter. Fließt unter Strom sitzen sollen, wenn es lustig geworden. Die kaputt. Jetzt können wir Wände rausreißen. Und dann in unserem Büro auch machen. Wenn wir offenes Klo haben wollen. Oder 5 Haustüren. Kleine Anspielung. Ja. Ist noch die richtige Wand, die ich abklappe. Die Möbel bleiben einfach stehen, die müssen nicht abgedeckt werden, müssen nichts. Okay. Nur noch ein Deck geschlagen. Hopp, da war nicht ich. Ist mir ausgerutscht. Da passiert nicht viel. Wir können Wände zerschlagen, aber wenn wir auf die Küche hauen, dann passiert nichts. Okay, der muss eh weg. Was, wenn wir... Werde ich wahrscheinlich nicht bezahlt.
Oh, schade. Kann ich gar nicht. Könnte ich ja die Möbel mal verstellen oder abdenken oder so. Aber was soll es? So frei, richtig freies Spiel ist, wir machen können, was wir wollen. Kriegen wir wohl hier nicht erstmal. Auch sagen können, scheiß drauf. Ich reiße auch die Außen, Außenwände ab. Jetzt kein Dach mehr auf dem Kopf. Kannst dein Dach abgerissen. Wir müssen das hier ernsthaft angehen. Okay. Große Räume. Kuckuck. Ist schon noch ein Grauen. Und da drüben, wer steht? Und jetzt kommt der wahre Besitzer wieder. Beschwert sich, dass wir seine Wände abhauen. Okay. Und wollte ihn jemanden pranken. Kommt der wahre Besitzer der Wohnung. Kann sein, dass wir zu viel abgeräumt haben, oder? Ne, haben wir noch nicht. Hm, können wir, glaube ich, auch gar nicht. Wir können, glaube ich, auch gar nicht zu viel abräumen. Und verkaufen. Und hier sind noch Schalter. Das hat gerade Türen verkauft. Ich spiele keinen Diebstahl-Simulator. Schade eigentlich. Ich habe eine Türklinge, nicht Schalter. Okay. Einfach nebeneinander angebracht. Funktioniert jetzt. Ich finde, die Wand muss noch weg. Hat viel geklappt. Da steht ein Schrank, davor ist nichts passiert. Ich würde da das muss so. Das ist doch ein Bad. Wände bauen. Dass wir jetzt dieselben Wände nochmal hinbauen. Der wäre aber nur zum Flur hier hin.
Bauen wir denn Wände? Ah, das kleine Loch, das kriegen wir wieder. Das kriegen wir wieder hin. Ein offenes Bad wäre genau das Richtige. Jetzt hier in der Wand rein. Da passiert aber nichts. Wie baue ich denn Wände? Da fehlt noch was. 35 von 36. Eine Wand zu bauen, aber wir können nicht. Wo ist das Problem? Ich kann keine Wände bauen. How to Wände bauen? Okay, verbessert Hammer. Ich bin Profi-Hammer. Zwischen der Montage und hier Zahlung für Aufträge, ich will mehr Geld. Okay, wie machen wir Wände? Oh, hübscher Hammer. Wände. Jetzt können wir erstmal das Schlafzimmer färben. Schläfriges Blau. Okay. Färben. Müssen wir das hier auch immer malen? Ja, wahrscheinlich. Der Schrank da auch mit Blau gefärbt wird, ist hoffentlich nicht gewollt. Oder ist hoffentlich gewollt. Wird mir da nicht negativ angekreidet.
In den helleren Blauton wollen sie also. Das dunkle Blau hat nicht so gut gefallen. Wollen die auch die Decke im Blau oder? Wir werden sehen. Auftrag beenden. Okay. Können wir schon so abgeben. Wir werden die Möbel auch nicht abgedeckt, wir streichen einfach hinter die. Streichen einfach vorbei an den Sachen. Wenn der Kunde nachher klickt und aufs Bett hat. Das ist nicht sein Problem, könnte er abdecken. Ich hab gesagt, deck ab und er so nö. Ist halt jetzt. Farbflecken auf dem Bett. %. Oder ich nur einen Farbeimer, wenn das so weitergeht. Der Schrank sieht auch ziemlich gepinselt aus. Ich hoffe, das geht nicht als gepinselt durch. Ja. Okay, wir haben fertig. Ein dickes weiß bleiben, wie es ausschaut. Na dann von mir aus. Und wir hätten noch Farbe für die Decke. Aber immer ist nicht alle. Fertigkeitspunkt. Ja. Strich 2 Wände gleichzeitig, Strich 3 Wände gleichzeitig, schnell streichen, weniger Verbrauch oder ich will mehr Wände streichen, effektiver streichen. So, Wände haben wir noch nicht gebaut.
verstehe nicht wie. Ja, die fehlende Mauer an der Wand ist da. Das muss so. 98% des Auftrags. Du kannst den Auftrag jetzt für 4000 abschließen. Ja, alles in Ordnung. Wir haben nichts falsch gemacht. Das ist alles. Die Wand steht, das ist da. Was soll schon schief gehen? Ah, danke. Motivierender Spruch. Browser. Ah, wir können uns jetzt ein eigenes Haus bauen. Eine Dichtergasse. Gasse. 29.000 haben wir, oha. Die ganz großen Villen können wir uns noch nicht leisten. Wir können uns auch das noch, das Campinghaus noch nicht leisten. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Das verlassene Haus, das wäre schon nice. Da könnten wir mal. Das hat einen Wert von 23.000. Du willst ein Haus verkaufen? Etagen 1, Räume 4, okay. Räume 2, das ist ja schon mal ein Upgrade. Das ist ja schon. Das ist schon eine andere Klasse. Okay, müssen wir wohl noch einen Auftrag annehmen, bevor wir uns das nächste Haus kaufen können. Bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem, das ging doch gut. Das können wir, das nehmen wir. Guten Tag, ich bin eine ältere Person, vermiete schon seit Jahren Wohnungen an Studenten. Leider hat mich in diesem Jahr ein schreckliches Unglück ereilt. Ich habe es mit einer äußerst verdächtigen Gesellschaft zu tun bekommen. Sie haben nicht rechtzeitig gezahlt. Also bin ich gekommen, um zu überprüfen, was hier vor sich geht. Als die Tür zur Wohnung geöffnet habe, war mir, als ob mir das Herz im Leibe stehen bleiben würde. Das ganze Haus versaut auf dem Boden, überall Bierdosen, Schlammflaschen, und sie selbst sind in der Küche zufrieden auf dem Fußboden gelegen und haben gesoffen. Nach meiner Warnung, dass ich sie hinauswerfe, wenn nicht gezahlt wird, haben sie bezahlt. Wie sich später herausstellt hat, haben sie einfach die Heizkörper als Altmetall verkauft, um das Geld zu, an Geld zu kommen. Meine guten alten Möbel sind weg, dazu haben sie, wie es scheint, die halbe Müllheide reingetragen. Ja, und am Ende haben sie noch die Stirn gehabt, die Auszahlung der Kaution zu fordern. So etwas aufzuräumen und zu putzen wäre nichts für meine Nerven. Noch für meine Gesundheit. Bitte sich diese Angelegenheit anzunehmen. Ja. Ach du Scheiße. Räume den Müll auf. Großer Gott. Oha. Noch einfach mal erstmal auf, würde ich sagen. Einzelne Flaschen.
dafür gibt es ordentlich Pfand. Wollte das nicht verstellen. Den Müllbeutel will ich da drunter weg. Die Herzgruppe müssen wir noch montieren. Nochmal zu hier. Muss keiner den Müll sehen. Jetzt mit den Farben, ja, jetzt jemand schwarz gestrichen haben die. Und Graffiti drauf geschmiert. Keine Schränken, nichts drin. Das ist halt hierfür fast unmöglich. Hier noch mehr Müll. Ach du Scheiße. Kakerlaken. Wenn du eine Person mit Kakerlakenphobie bist, kannst du in den allgemeinen Spieloptionen Kakerlaken Glasstücke verwandeln. Ja, es ist, also Kakerlakenphobie ist nicht unbedingt, aber Insekten so ein bisschen. Wie können wir das machen? Wären wir schon lieber. Ach. Läuft es da wirklich schaurig, das zeige Scherben statt gar keine Ahnung. Ja, bitte. Das ist mir wirklich schon bei dem Foto schon bei dem unterm Bildschirm sehen. Danke. Du müsst da selbst spielen, wenn ihr gar keine Ahnung haben wollt. Schnell Tür zu, damit die Glasscherben nicht rauswandern. Staubsauger. Und die Glasscherben, die sammeln, die wandern doch gleich wieder raus aus dem Staubsauger, die krabbeln dann doch wieder raus. Danke für den Hinweis, Spiel. Hier ist auch viel zu tun, da will ich aber mit ganz schön viel Geld für kriegen. Die Scheiße aufzuräumen. Kann er sich gerne von den Gästen zurückholen. Hier, weitere Scherben. Ich kriege ihn nicht aus dem Müll wieder raus. Das ist doch... Die Glasscherben. Das wäre doch... Das bringt doch nichts, den einzusammeln. Hier wurde aber sehr viel gesoffen. Das war eine große Party. Ich räume erstmal alles weg und dann. Und dann putzen wir.
wird mir richtig übel hier. Das ist so, so scheiße sieht. Das ist. Das habe ich ja noch nirgendwo gesehen. Ich finde meine Wohnung schon unordentlich. Das finde ich, wenn ich mal hier mal. Uff. Da hat ja wirklich jemand aufs Bett geschissen. Das ist ja wirklich, das, so wie das hier aussieht. Das ist schon extrem. Das ist da. So wird es bei mir niemals aussehen. Und bei mir ist schon manchmal ein bisschen was unordentlich, aber. Zugegeben, der sauberste Typ bin ich nicht, aber. Heilige Scheiße, das ist hier wirklich, das hat jemand eine Schlammschlacht im Haus gemacht. Das ist hier jenseits vom Chaos. Das ist jenseits von Gut und Böse, was hier. Ich habe mich schon in diesem Spiel ertappt, also so unordentlich, also bin zwar unordentlich selbst, aber es bin jetzt, mir fällt schon Unordnung auf, also ich bin jetzt gerne gesagt, oh ja, ich verbreite das, sei das halt liegen, das ist halt so, ich bin schon so auch pedantisch, dass dann sage, es ist, wenn, jetzt gerade hinstellen den Stuhl, das ist jetzt hier, das ist dann hier. Jetzt muss aber jeder Fleck sauber sein. Mal sehen, wie lange das hier noch reichen wird in dem Spiel. Wenn sowas gerade hinstellen, das ist natürlich so eine eigene Art von mir. Das ist so ein Tisch schräg im Raum steht, das natürlich. Mach nicht. Warum es hier noch verschmutzt ist, das muss. Die Ordnung muss sein. Haben wir jetzt hier einen Scheiß weggeräumt. Ist nur noch wahnsinnig dreckig. Okay, dann nehmen wir mal den Mob und wischen die Mauer nicht durch. Die Fenster reinigen müssen wir dann noch. Okay, wo ist noch eine Verschmutzung? Erstmal hinsetzen. Hier, da ist doch ein Schreibtisch unter dem Bett. Das Fenster reinigen. Jetzt ist das die letzte Verschmutzung. Mal durchlüften nach der ganzen Scheiße. Ah, hier. Oben in der Decke. Wo sind Verschmutzungen? Okay, nur das bisschen. Okay, die Verschmutzung sieht man hier an den Wänden erstmal gar nicht. Außer die hier.
Aha. Das sauber hinstellen. Ja, ein paar Verschmutzungen sehen wir natürlich nicht. Weil schwarze Wände. Aber auf schwarzen Wänden müsste man Dreckspuren sehen. Aha, hier ist noch was. Am Fenster. Okay, streichen machen wir nachher. Jetzt nach dem nächsten. Erstmal sauber, dann streichen. Ja. Schimmer in den Decken. Alter, wie haben denn die hier gelebt? Prozent, ach ja, hier. Rätemotion machen wir dann gleich. Oh, hier ist noch Müll. Neue Fertigkeit. Gerade hinstellen. Kopfplatz. Dann gleich noch eine Heizung ran. So, mach sauber. Scheiße, hier wegwischen. Am Fenster ist noch was. Da nicht. Ah, hier vom Schrank auf dem Boden. Fenster reinigen. Was mit den Fenstern immer los ist, das wundere ich mich auch. Immer wenn wir was reinigen müssten. Immer so viel Trick. So, Sachen montieren machen wir dann. Erstmal vielleicht die Türen offen zu den Räumen, wo fertig schon sind. Ist der große Scheiß hier weg? So. Aufs Sofa geschissen. Okay, 97.
Wo ist der letzte Trick in diesem Raum? Aha, hier. In die Ecken rein. Fenster rein. Okay. Einmal auf hier. Dann gleich aus wie neu, nachdem ich alles geputzt habe. Ein Fenster noch und was über den Fenstern. So, Fenster rein. Dass man ruhig gucken kann. So. Montage ist jetzt dran. Oh nein, hier. Hier sind noch ein paar Zimmer zu putzen. Das Bad natürlich. Eine große Wohnung hier. Jetzt viel Miete drauf. Fenster reinigen. So, wieder sauber. Jetzt wird hier gemobbt. Die Öffnung natürlich nur. Bauen und der Flur. So, wo ist der letzte Trick? In der Ecke. Und Scheiben reinigen. Ja, machen wir glaube ich alles sauber hier. Dann müssen wir noch die Gegenstände, die Möbel reinbringen. Fangen wir wieder vorne an. Streichen. So ein großer Auftrag, wie das ist, kriege ich hoffentlich viel Geld für.
sehr schön freundlich weiß. Ich kann die drei Wände gleichzeitig. Und auch nicht. Ja, weniger. Auftrag beenden? Bin noch lange nicht fertig. Kann man schon beenden und sich auszahlen lassen. Das ist aber ein bisschen, nachlässig. Was hiermit? Das kriegen wir wohl nicht mehr weiß. Vielleicht weil der Eimer am Weg steht. Sehr schön, ich mache mal Licht hier. Es wird dunkel im Spiel. Dann weiß sie das gleich viel freundlicher aus. Viel heller. So. Ja. So, jetzt Heizung montieren. Passt die groß hier hin? Passt so. Sehr schön. Die Zimmer sind noch fertig. Licht aus und Tür zu. Heizung. So, hier Schrauben. Schlafzimmer ist fertig.
Okay, ein Waschbecken und eine Heizung. Da gibt's ein hübsches. Das wird doch gefallen. So, Matteo. So, von hier. Was anschließen? Sehr schön. Eine Heizung. Stein weicht weit hinauf. Extra fürs Anbringen. Sehr schön, Zimmer beendet. Nächstes Zimmer. Eine Heizung. So, hier und hier und hier. Haben wir das nächste Zimmer beendet. Wenn wir das noch richtig hinstellen. Großartig. Das ist dann natürlich zu. Da sind wir ja den ganzen Tag bis in die tiefe Nacht am Arbeiten. Ne, passt doch bestimmt eine große. So, Heizung montiert. Damit wird kalt, man muss heizen. Auch hier eine Heizung, eine kleine. So, fantastisch. Muss auch noch eine Heizung rein und eine Waschmaschine. Kann auch wieder nur an eine bestimmte Stelle. Waschmaschine.
kleine Schräubchen ziehen. Aha. Die ist aber ziemlich leer, die Waschmaschine. Ist da nicht normalerweise eine Trommel drin? Ja. Wir schließen das mal an. So, Waschmaschine angeschlossen. Heizung. So. Hier gilt es noch was zu machen. Eine Heizung. Dann ist das Ding wieder bewohnbar. Eine Aufgabe erfüllt. Na, fantastisch. Doch lang genug gedauert. So, hier. So, ich mache nochmal eine Tür ums Haus drumherum. Hier sind noch Fenster offen. Ist noch Unkraut jäten. Na dann. War ja ein langer Tag. Schwerer Auftrag. 4000. Boah, das ist ein vernünftiger Preis für den Aufwand. Obwohl ich doch mehr erwarten könnte. Den Aufwand. So, was wir jetzt mal dringend machen müssen. Ne, wir sparen nicht auf das. Haus nach einer Überschwemmung. Es hätte natürlich gemähten Garten. Das wäre echt schön. Aber nur ein Raum. Okay. Da weiß ich nicht. Aber den hier will ich jetzt haben. Du hast ein neues Haus gekauft. Möchtest du jetzt dorthin gehen? Wenn du jetzt im Büro bleiben möchtest, kannst du jederzeit zu deinem neuen Haus aufgehen. Indem du die Pforte benutzt. Okay, unser neues, nagelneues Büro. Ich würde sagen, das richten wir auch neu ein. Nehmen die Möbel nicht mit. Auf der linken Seite siehst du die Miniaturen der Käufer. Sie werden immer wieder mal deine Handlungen kommentieren. Beachte besonders die Käufer an der Spitze. Je zufriedener sie sind, desto mehr werden sie zahlen. Aha, okay. Kauf ein Haus. Okay, aber das will ich ja mein neues Büro machen. Können wir das als neues Büro einrichten? Das Haus, das wir gerade
Dann müssen wir es dann verkaufen. Das finde ich ganz gut, wenn wir das dann auch was dann noch hätten. Müssen wir wahrscheinlich erstmal sauber machen hier. Hinter Tür. Rasenmähen können wir noch nicht. Ach du große. Große Güter. Ja, bevor wir da reingehen, mache ich jetzt eine kleine Streampause. Dann kümmern wir uns mal um das Haus. Vielleicht kann das unser neues Gebäude werden. Oder wir verkaufen zu viel Geld. Ich weiß nicht, ob es noch die Möglichkeit gibt, das selbst zu übernehmen. Wir werden sehen. Na dann, ja, kurz Pause. Ich brauche einen Kaffee. Kurz Käffchenpause. Bis gleich.
Thank you.
So, na dann. Wenn wir nochmal ums Haus rum. Dann können wir Unkraut entfernen. Ein Rasenmähen können wir noch nicht. Die Wiesenbüsche hier vor dem Fenster können wir mal entfernen. Vielleicht kommen wir auch irgendwann mal dazu, dass wir hier mal Rasenmähen. Dass hier etwas sauberer aussieht. So, dann kümmern wir uns mal um den Scheiß. Hier ist das Badezimmer. Okay. Können wir fast mitverkaufen. Oh mein Gott, was für ein Chaos. Deswegen räume ich das jetzt auf. Und hier Couch will keiner. Mache ich das jetzt für die oder mache ich das für mich selbst? Das noch nicht ganz. Ich hätte gerne ein eigenes neues. Und würde es nicht verkaufen. Ich würde hier auch alles raus hier. Wir richten neu ein. Dusche raus, Waschbecken raus. Hier wird alles neu eingerichtet. Kommentiert mal hier nicht. Das kommt hier alles noch. Kommt ein Badezimmer rein, aber ein anderes. Eine Tür brauchen wir dann wahrscheinlich auch. Die Wand muss auch nochmal gemalert werden. Besen und Mops sind nicht die richtigen Werkzeuge. Für manches. Öffnbare Fenster wäre noch mal geil. Der Peter muss ja auch raus, ganz klar.
Ja. So, ich mal sauber machen. Ich hätte gerne noch ein größeres Bad. Aber was soll es? Brauchen wir dringend eine neue Tür. Türen. Machen wir auch einheitlicher. Was habe ich denn jetzt gemacht? Die gedreht. Na bitte. Ich glaube, ich bin derselbe Typ wie hier. Ich mache überall neue rein. Außentür wäre schon nett. Hilfe. Außentür. Türen, Türen, Türen. Eine Doppeltür. Etwas. Mit Türklopfer, dunkel. Mit Dekoration, naja. Doppeltür brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt, aber ich komme nicht mehr raus. So schön. Hier noch mal dasselbe. So von draußen ran. Schild kaufen. So. Andere Fenster.
Warum verschwinden die immer? Das macht mir Angst. Fenster. Okay, hätte gern welches zum Öffnen. Oder zumindest zum Klo wäre es auch nicht übel, wenn man das Fenster öffnen könnte. Sieht nicht öffnenbar aus. Lässt sich nicht öffnen. Stehst du mal hinter, wenn sich das nicht öffnen lässt, oder? Dann müsste sich das ja öffnen lassen. Das ist dasselbe wie vorher. Ja, fantastisch. Fenster. Fenster sich öffnen lassen. Sieht nach einem aus. Oder nehmen wir einfach an, dass die sich auch öffnen lassen. Ich habe auch nichts gegen Fenster mit Laden, die man zumachen kann. Wie sieht denn das aus? Versuchen wir es mal. Da war ein Doppelfenster. Wenn wir schon hier auf eins machen. Schönes Fenster in die Nachbarschaft raus. Heizung hin ans Fenster. Mit Fensterlehnen. Und es lässt sich öffnen. Fantastisch. Und den schieb einmal als einer. Genau das hier. Ich hoffe, es passt. Ich weiß noch nicht, wie man Wände baut. Naja. Hier nicht so. Brauchen wir ein schmaleres.
Das könnte da drüben hinpassen. Auch nicht. Na gut, eins reicht ja. Ein Zimmer zum Lüften. Reicht pro. Zimmer. Nochmal dasselbe Modell. Was für ein sauberes Haus, ne? Siehst du mal die Tapeten hier? Ja, nicht so. Hier brauchen wir vor allem offenbares Fenster. Ein Fenster, was man öffnen kann. Ich weiß noch nicht ganz, was das für ein Zimmer wird, aber eventuell ein Schlafzimmer. Das war nicht unrelevant. Ja, das sieht doch hübsch aus. Dann kann das Fenster doch so bleiben. Ich würde ein neues einbauen, was nicht so dreckig ist. Da sind die alle so dreckig. Ich glaube, das Fenster wird dann auch neu gemacht hier. Umwandlung. Vielleicht können wir damit was gewinnen. Tapeziert wird sowieso gleich neu. Das kann prinzipiell so bleiben, bloß da würde ich auch gerne nochmal das erneuern. Hier muss auch nicht unbedingt ein zu öffnendes Fenster sein. Fenster will ich schon sich sehr gerne öffnen, auch wenn es natürlich nicht so groß sein darf, also gerne rein durchlupfen können. Ich will nur ein kleines Fenster, was sich öffnen können lässt. Es müssten doch die hier sein. Kevin. Oder nicht? Reiß dich zusammen und oh, das ist diese Befehle hier. Ah ja, das ist wichtig. Dass man das Klo durchlüften kann, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Einmal reingeschissen. So. Am Ende.
Wand fließen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ich glaube, das Spiel hilft mir dann ein bisschen. Ich würde fast wieder dieselben reinmachen, die sehen gut aus. Die müssen halt sauber sein. Sind noch nicht verfügbar. Ja. Du musst das erstmal so belassen. Den Rest können wir schon mal malern. Und der Eingang, wenn das der Eingangsbereich ist, Schlafzimmer brauchen wir nicht im Büro. Da kann wirklich eine Küche rein und sie pflegen kann. Küche direkt neben Bad ist echt, ist eine Sache. Wenn man zu scheiße gekocht hat, kann man gleich fliegen. Ich das hier als Büro. Kommen wir hier rein, gleich nebenan. Obwohl Büro kann man auch hier neben dem Bereich machen. Vielleicht kann man hier so einen kleinen Ausstellungsraum am Flur machen. Da sind ein bisschen die Bilder hängen und so ein paar oder und das hier wirklich als Büro machen. Schlafzimmer braucht man nämlich. Kommt natürlich eine Tür rein. Eine bessere Lampe hoffentlich. Okay, was können wir denn von Lampe für eine Lampe einbauen? Dicke Lampen. Ich finde das hat Stil. Nicht in Blau, sondern eher in Weiß, in Gelb. Messing. Finde ich, hat's die nicht mal an die Wand an die Decke gekotzt. Ich hab nicht so sehr Stil. Auch wenn wir was verkaufen müssen, will ich trotzdem nach den Bedürfnissen machen, wie es. Wie es ein Büro ist. Okay, was für eine Farbe nehmen wir? Schönes Violett. Dann nehmen wir die Tapete. Tapete können wir, glaube ich, noch nicht. Dann müssen wir auf Farbe zurückgreifen. Amethyst, das wäre doch eine schöne Farbe. Finde ich schon.
in verschiedene Töne ausprobieren. Immer gestreift. Amethyst mit einem dunkleren verbunden. Okay, zwei verschiedene Größen. Glaube ich, ein bisschen zu kindisch aus. Dass man nur einzelne Elemente so mal einzelne Wände so in anderen und dem Ton. Das ist jetzt im ersten hier, wenn man so mal sagen würde. Das wird so. Nein. Das Lieder ist natürlich ziemlich dunkel. Vielleicht nehme ich mal ein anderes. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Ein helleres Violett. So warme Pflaume, das wäre doch was. Das passt doch mehr zu dem anderen. Jetzt hier daneben streicht. Sieht halt ziemlich, sieht halt fast gleich aus. Egal. Doch lieber das andere. Das ist für mich doch ein bisschen düster. Und Gips. Was haben wir hier? Wirklich mal gestreift machen. Das kann ja gut aussehen. Oh müsste man halt dann mal durchziehen.
Hat ein bisschen was Milka, das Ding ist. Hat ein bisschen was von der Milka-Verpackung. Ich bin eine Schokolade. Mein Büro sieht aus wie eine Milka-Verpackung. Ich bin eine Schokolade. Ich arbeite in einem Milka-Büro. Ich bin Schokolade. Irgendwie schon, oder? Irgendwie ziemlich. Nein. Dieser Ton. Dem Milka-Feeling ist real. Ach, hier sind auch drei, ja. Und wie machen die anderen die nehmen, wenn ich hier ganz dunkel hätte auch eher was. Hätte mehr als so ein Milka-Look. Ist dann zwar immer noch ziemlich Milka-lastig, aber nicht so gestreift. Nach dunkel. Ja, deutlich besser. Ja, hat was. Kann man machen. Durch die Wand aber auch wieder heller machen. Also in dem Ton hier. Den Ton gar nicht verwendet, einfach verschwendet. Das reimt sich selbstbestimmt. Ist auch besser, wenn man vor einem helleren Ton sitzt. Man weiß jetzt nicht, in welche Richtung wir das in den Schreibtisch stellen werden.
Also in die Richtung stellt, ist auch besser, wenn man da. Und wenn nicht zur Seite. So. Oh, scheiße, die Decke. So, man hat noch eine. Decke würde ich gleich zum Amethyst machen. Ich kann ruhig hier bleiben. Decke dunkel zu färben wäre schlecht. Die Decke darf nicht dunkel sein. Das erdrückt sonst. Oh, Kacke, jetzt haben wir hier die Fensterläden übersehen. Da muss nochmal das Lila ran. Kleiner Farbeimer. Jawohl. Es wird jeder Raum in einer anderen Farbe geben. In einer anderen Farbton. Gemalert. Blau finde ich hier schon ganz gut, aber nicht dieser Ton. Erstmal muss ich hier eine Tür rein zur Küche. Tür. Hier sieht natürlich noch müllig aus. Okay, Farben. Eine sanfte Brise. Kombiniert mit Veilchen. Mit Himmelssphäre. Ich wäre mal hierfür, das auszuprobieren. Und die sanfte Brise. Was, so wenig Kontostand haben wir noch? Okay. Dann müssen wir noch neue Jobs anders ziehen, bevor wir das jetzt hier zu Ende machen können. Okay, ich finde, der Kunde kommt rein, der sollte erstmal eine sanfte Brise ins Gesicht bekommen. Und erstmal hier. Erstes Hellblau. Die Wand zum nach draußen kann ruhig ein bisschen dunkler sein. Das, nach draußen ist dunkel, wenn du reinkommst, ist hell. Das ist da. Wenn du reinkommst, heller Ton, wenn du dich umdrehst und wieder gehen, ist ein bisschen dunkler. Schade, dass du uns verlassen willst. Das ist schon ein bisschen. Ist immer noch freundlich, aber so ein bisschen. Hat auch einen psychologischen Effekt.
nicht die Decke. Die Decke wird hellblau. Der Himmel über dir. Das ist ein Fleck. So, die beiden werden dann dunkelblau. Ist ja nicht dunkelblau, ist immer noch hellblau. Das ist tief, wenn das blau. Sieht da schon viel weniger ranzig aus, wenn man gleich im Eingangsbereich immer reinkommt und gleich Schimmelflecke an der Wand hat. Ich weiß nicht, was das ist, aber okay. Ich bin noch irgendwann mal gekonnt. Ist fast im selben Ton wie die Tapete vorher. Die ganz dunklen Flecken hier. Ist gut, dass da helle Farbe drüber kommt. So. Oh, falsche Farbe. Ja, blau, beruhigende Farbe, gerade für Kundengespräche, ganz praktisch. Kundengespräche im Flur, wer kennt's nicht, und hier ins lilane Raum, spirituelles, kreatives, oh. Nobisan, sorry, dass ich nicht gesehen habe. Ja, habe ich dich schon ignoriert. Willkommen im Chat. Hat ja was hier, was violett, das Spirituelle, das Magische. Sie passiert Magie. Hier wird. Wie planen wir dein Haus? Auf magische Weise. Vom beruhigenden Reinkommens
ins Violette und ins vom Beruhigenden ins Spirituelle ins Farbpsychologie. Okay, höhere Zahlung. Schnellere Montage ist immer gut. 50% schneller streichen. Wirft den Müll in der Reichweite weg. Ja. Haben keinen Mob mehr. Ah, doch, der Mob wirft jetzt Müll weg. Fantastisch. Wie geht's dir, Nobisan? Was läuft bei dir? So. Deckendichter. Wunderschön. Was damit los ist, weiß ich auch nicht. Jetzt erstmal das Arbeitszimmer einrichten. Ich hoffe, wir können das dann behalten und müssen es nicht verkaufen. Heizung. Okay, vielleicht kann ich doch eine Großheizung. Zum Anschließen. Den Tisch will ich dann in die Richtung stellen. Schreibtisch. Küchen. Büro, Schreibtische. Würde ich denselben nehmen wie aus der anderen? Arbeitsplatte schwarz. Bin ich immer noch ein bisschen klein. Wie wird man dann sitzen? Ich müsste mal es andersrum machen und hier so Richtung. Hier müssen die drehen. Ist zwar die Heizung ein bisschen im Weg, aber dass man hier so sitzen und dann der Kunde reinkommt, hier können andere Sachen stehen. Dann haben wir auch hier die größere Wand. Da gibt es glaube ich so eine Galerie, hier da kann man Bilder hoch aufhängen. Ich hoffe, man sieht das jetzt hier nicht. Hm.
Was, ich kann mein eigenes Bild nicht mehr. Ich kann, okay. Ich habe kein Geld mehr für die Ausrüstung. Ich muss Jobs machen gehen. Ich muss einen Auftrag annehmen. Wir können das dann zum Büro machen. Oh. Kalter Kaffee. Unser Büro. Job, ich brauche Geld. Ich befreie mich von diesen schrecklichen Farben, süßer. Aha. Herzliches Hallöchen. Haben wir gerade schon mit Farben zu tun? Können wir gleich weitermachen? Ich freue mich, dass du mir deine Hilfe bei der Renovierung angeboten hast. Was? Habe ich das? Ich hoffe, dass das Angebot immer noch aktuell ist. Du würdest doch so einer tollen Person wie mir nichts absagen, oder? Nun, die Sache sieht so aus. Vor einem Monat bin ich in das Haus meiner Cousine gezogen. Sie ist eine, naja, wie soll man sagen, Künstlerin. Die künstlerische Seele flüstert ihr nachts ins Ohr, dass sie in einem Haus leben muss, welches aussieht wie ein Weihnachtsbaum. Wirklich, da tun mir schon die Augen weh. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin dadurch so wütend, dass ich ständig mürrisch herumlaufe und bald davon ein Verhalten bekomme. Das wäre erst eine Tragödie. Wir müssen das irgendwie regeln und du, mein Schnuckel, what, wirst mir dabei helfen. Noch bevor meine Cousine von der Tournee wiederkommt, musst du alle Wände neu streichen, mit normalen Farben, selbstverständlich. Ruhig gelassen, du weißt, was ich mag. Danke für alles, Herz, Herz. Und denk daran, Eile ist geboten. Küsschen. What the fuck, ist das unsere Ex oder was haben wir hier vor uns? Was ist das hier? Das sieht doch hübsch aus. Das erste Bild hier. Ey, ja gut. Rot beim Reinkommen ist natürlich, das ist halt. Ja, okay, verstehe. Verstehe. Verstehe sehr. Ja. Au, ouch. Ja. Gut, ich habe auch mit blau und violett ein bisschen knallig was gemacht, aber das ist ja hier. Holla, die Waldfee. Das war auch exzentrisch, was ich gemacht habe da, aber. Eieiei. Schneefriges Blau, Zitrone. Das soll so bleiben. Pfirsich. Pfirsich im Achso. Schlafzimmer, das ist ihr Spielzimmer. Das ist das Schlafzimmer. Ja, schläfriges Blau im Schlafzimmer. Ja. Sehe ich. Oh, im Keller. Wir müssen einen Brunnen in den Keller bauen. Unbedingt. Pfirsich, okay. Kinderzimmer 40. Das Kinderzimmer braucht aber auch helles Blau. Das Kind schläft doch niemals ein. Und es hier Orange-Rot-Töne drin hat. Da wusste ich, dass das Kind nicht zum Schlafen bringen kannst. Das ist eher gelb. Es ist glücklich, das Kind. Schläft glücklich ein. Wobei, es ist eher beige.
Neongrün hier ist auch ziemlich nervig. Mist, den grünen Teppich bei der Gelegenheit auch mal entzogen. Okay, das soll weiß bleiben, habe ich schon gesehen. Ist auch nicht verkehrt. Wir müssen nochmal weiße Farbe kaufen. Finde ich auch interessant, dass wir hier mal drumherum malen und die ganzen Sachen. Müssen wir was korrigieren? Wände, Farben. Weiß. Können wir die leisten? Das ist blöd für den Auftrag, wenn wir gleich andere Farben kaufen sollen. Kein Geld für Farben haben. Und dann mal ein Budget für Farben hier, die gebraucht werden, bloß für weiß nicht. Oh nein. Ich habe wieder falsch eingefärbt. Lass uns so aussehen, als sei es gewollt. Okay, Kinderzimmer erledigt. Verblichene Zitrone. ich hoffe, das reicht. Kleines Fass reicht nicht im Flur. Und dann für sich war das nicht das auch. Oh Mann. Hätte man gleich mitnehmen können. Kann man nicht kaufen. Wie kann man das denn nicht kaufen? Ja, Auftrag abbrechen. Kein privates Budget mehr.
ist ja interessant. Ein Zimmer haben wir gemalt. Hallo, ich schreibe Ihnen, da ich gerne eine neue Wand in unser Haus bauen lassen möchte. Meine Tochter ist schon 3 und ich denke, dass dieser richtige Zeitpunkt ist, dass sich ein eigenes Zimmer bekommt. Teilen Sie bitte das Schlafzimmer in 2 Zimmer. Beide Räume sollten eine Tür zum Flur haben. Das Zimmer der Tochter bitte in das Bett reinstellen und das Kinderbett verkaufen. Kann ich mir wahrscheinlich die Aufträge nicht mehr leisten. Wände bauen, weiß auch noch nicht, wie das geht. Okay, Gegenstand verkaufen ein. Kinderbett verkaufen. Zerstöre die Wände. Diese hier. Wände hochziehen habe ich auch noch nicht gelernt. Das wird eine interessante Part. So, die Trümmer verschwinden lassen. Okay. Rohe Wände 15. Weiß ich immer noch nicht, wie das geht. Wait, wir haben hier eh noch. Beziehungsweise ich weiß, wie es geht, aber es geht nicht. Wie baue ich die Wände? Aha. Ich hoffe, es reicht. Es geht. Das dachte ich mir. Ist unmoralisch, aber ich bin pleite. Es ist das Bett auch nicht kaufen. Kriege Aufträge, ich will nicht mal richtig zu Ende machen. Verkauf mein eigenes Büro.
mehr Aufträge leisten zu können. Wer braucht eine Kettensäge? So, im verlassenen Haus, vielleicht können wir da mal was. Ein paar Türen loswerden. Tun wir später neue besorgen, wenn wir Geld haben. Jetzt brauchen wir es erstmal für Aufträge. Türen, wir brauchen schon Türen. Soll jemand die Wand einbauen? Mal hier ein kleines Selfie machen. Den Aufnahmen nicht ein Selfie, sondern. Jetzt können wir uns die Wände hier verkaufen. Und bauen auch noch dahin noch eine Tür und andere Sachen. Ein Bett brauchen wir. So, Mauerbauprojekt. Abgeschlossen. Das Bett. Ja, in Schwarz. Mit einem schwarzen Bettlaken. Weißen Kissen. Ich denke, das ist das Perfekte für die. Für die Kleine. Ja, früher oder später wird sie. Die wird vielleicht mal in die Phase kommen. Da passt das schon. Repariere Steckdose. Die Steckdose können wir reparieren. Also eine Steckdose hinzufügen. Ich weiß noch nicht, wie man reparieren tut. Gut, dann lassen wir es erstmal. Das Auftrag beenden. 80%. Naja, gut. Steckdose haben wir nicht repariert. Okay, wir haben wieder ein bisschen Geld. Ja, wir haben noch einen Auftrag am Laufen. Können wir das noch fertig machen? Malen.
ein Denkenfoto machen, weil das finde ich ganz hübsch. Die Farbe passt eigentlich sehr gut. Ich will es da Pfirsich reinmachen. Das finde ich, dann bin ich nicht okay. Das Weinrot durch Pfirsich zu setzen, das gefällt mir gar nicht. Verblichene Zitrone. Können wir uns mal endlich wieder leisten. Naja, Sekundenwunsch. Auch das könnte eine bessere Farbe sein. Und Flur gleich mit Zitrone anzufangen. Naja, die Beginner hat vielleicht auch einen Folgeauftrag. Weil die ja heimlich für die die Schwester weg ist und dekoriert und die Cousine war es. Wenn die Cousine weg ist, einfach mal malern lässt. Wir kriegen wir den Völkerauftrag dann um wieder knallbunt zu dekorieren, zu färben. Weil die Cousine das will. Ich meine, das wäre schon schön. Da kriegt ihr ein Herzinfarkt, wenn sie zurückkommt und sieht, wie ihr schönes buntes Haus gemalert wurde. In normalen Farben. Nächstes Mal können wir einen kleineren Eimer nehmen. Schläfriges Blau. Lila Pfirsich, der ist. Da bin ich nicht mit einverstanden. Das Bad bleibt so. Das haben wir schon. Und Pfirsich gestrichen. Das machen wir zum Schluss. Müssen wir auf den Prozent-Dings gucken. Vielleicht reicht das auch bei dem großen Zimmer, wenn wir nur eine Wand einfärben. Soll nicht mehr machen, als wir müssen. Aus Weinrot Pfirsich zu machen, das will ich wirklich nicht unterstützen. Nur wie ich muss. Okay, da muss noch mehr.
Also, Auftrag beenden. Ach ja, sehr schön. Das wäre mir lieber. Wir wollen 100% erreichen. Sie sich wie auf die Decke. Immer alle. So wird es auch mit der 100% nichts mehr. Alles blau. Ein Fertigkeitspunkt. Hurra. Müssen die Fußboden auch noch weiß und blau haben oder? Was ist hier los? Jetzt muss auch vollständig. Pfirsich, na toll. Dann ruinieren wir mal. Die 5%, okay, das, wir müssen wirklich an der Wände. Wahrscheinlich auch die Decke zusätzlich. In dem hässlichen Farbton. Wenigstens kriegen wir dafür Geld. Ordentlich. Im Wohnzimmer entführen sich. Ja. 41%, ich hasse es. Wir brauchen gleich einen neuen Farbeimer. Ich hasse es. Der Rest, das mit Neongrün und so weiter, das war seltsam, aber das Weinrot habe ich gemocht, das hat das Stil. Okay, Farbe einmal leer.
74%, nein. Ich sehe schon, komm, ich muss auch noch die Dicke einfärben. Wir arbeiten hier, dass wir unser eigenes Haus dann besser einfärben können. Und besser gestalten. Und das Haus, das wir dann verkaufen, weiß ich da auch noch nicht. Ob wir das dann als Büro übernehmen dürfen oder es verkauft werden muss. Prozentlich haben was. Hier machen wir das auch noch mit. Wir bin dann aber richtig. Jetzt, wo wir es eh schon gemacht haben. Und die Farbe auch noch verbrochen. Ein Rachefeldzug und hier nochmal. Wahrscheinlich weniger bezahlt, oder? Verdammt. Jetzt sind Kinder runter. Prozent, 5000. Oh, okay, immerhin. Und jetzt Rache noch einen Strich im Flug gemacht. Wieder 8000 auf dem Konto. Dann können wir doch hier erstmal verlassen das Haus. Muss mal gucken, ob wir das dann noch übernehmen können. Schneller, die erbaute Wand ist sofort gestrichen. Ah, das klingt interessant. Verbrauch von Farben verbessern, ja, das ist ganz gut. Schneller aufräumen, sehr schön. Ah, ja. Jetzt Türen rein. Aha. Wir kaufen eine Tür für 200 und verkaufen sie wieder für 100. Macht Sinn. Ja, jetzt will ich aber was machen. Das können wir nicht zufällig drehen.
eigenes Bild. Ja. Das Bild sorgt für Abwechslung. Fantastisch. Natürlich nach Möglichkeit schon gleich groß sein, was nicht ist. Fast. Keine Kommentare dazu. Okay, eigentlich müssen wir die andersrum aufhängen. So hier. Von links nach rechts gelesen. Die habe ich aufgehangen, die hängen darunter. Joa. Jetzt einen teuren PC. So, ich schreibe dich ja noch ein bisschen verstellen. Hier ist unser Eck. So hin. So, noch mehr Kunst aufhängen hier. Dekoration. Das passt in den Flur rein. Mal kleiner. Erstmal hier mal Eingang. Drückt ihr mal am Eingang, wo man reinkommt. Wie geht's dir? Wie geht's Ihnen? Das ist doch sympathisch. Dann können wir noch ein bisschen mehr Deko im Flur gebrauchen. Gemälde, was haben wir da? Tintuhrzeitbox. Das brauchen wir ja im Bürozimmer. Noch ein beeindruckendes Bild hier. Ein schöner Sonnenuntergang. Das ist aber klein. Hier muss groß sein, oder? Muss dann eh noch mal ein Sitzmöbelstück hier zum Warten. Eine Heizung brauchen wir.
So, sehr schön. Das ist eine Couch. Ich würde es eher zum Wartezimmer machen. Zum Wohnzimmer. Nicht zum Flur. Eine schöne, bequeme Couch. Wo man sich jetzt mal hinsetzen kann. Da darf natürlich auch nicht gespart werden. Dunkles Sofa. Ja, blau ist passend zum. Und ich eher schwarz nehmen. Eine ganz schwarze Couch, das ist so ein bisschen. Also dunkles Blau ist auch nicht verkehrt. Eine blaue Couch im blauen Raum. Kann man sich hier erstmal platzieren. Hier so in die Mitte, da kommt man nicht mal durch die Tür. Und ist die zu dick. Da steht schon ein bisschen hier im Weg rum. So eine breite Couch. Muss man die Wand vielleicht noch ein bisschen verschmälern. Zur Küche hin. Jetzt, wo ich weiß, wie man. Wenn man Wände baut. Da ist eh dieser hässliche Fleck. Doch, da kommt auch Bilder ran. Ich mach's hier nur gerade mal zweier. Zweier schmaler. Fertigkeitspunkt. So können wir auch mal herausfinden, wann das hier liegt. Fließen den können wir noch nicht, das wird vielleicht problematisch. Gehen wir später hin. Ach, da liegen hier ein Schalter rum. So, Mauern bauen.
zu wenig Platz, um eine Mauer zu bauen. Das halte ich für ein Gerücht. Muss die Tür halt weg. Mehr. Okay. Es muss da natürlich eine Tür rein. Okay. Großer Profihammer. Wow. Aha. Ich komme nicht mehr raus. Das ist ein Problem. Wie groß ist die verdammte Tür? Noch mindestens ein. Okay. Jetzt aber. Schon wieder ein paar Tausender verloren. Und Farbe her. Ist doch viel geräumiger jetzt. Und auf das Sofa Platz. Ich könnte es näher an die Wand drücken. Das wäre deutlich eleganter. Schläfriges Blau. Das war doch das hier, oder? Unterscheidet sich kaum, aber okay. Dann glaube ich ein anderes.
Okay, welche Farben hatten wir? Wände, Farben. Das Veilchen und die Himmelssphäre. Was dann Himmel ist. Sag mal. So, die Fenster. So eine Farbe. Sanfte Brise war das. Das macht dann schon einen Unterschied. Brauchen wir hier noch mal das andere Blau. Sehr schön. Ja. Liegt jetzt auf dem Boden. Steckdose. Okay. Ist die Bildung. Da vielleicht nehmen wir noch einen Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Oder ein kleiner Sessel. Passend in Blau. Das ist eine Steckdose, die sollte man nicht versperren. Das ist doch bequem. Kann man sich hinsetzen zum Warten. Ist die Couch aber deplatziert. Machen wir lieber noch ein anderer, noch ein paar andere Sessel hin.
Nur ein Doppelsessel. Nee, dann immer die und blocken. Kleines Wartezimmer. Vielleicht nehmen wir dann Bildschirm hin. Hängendes TV. Nee, nicht so groß. Kleiner Bildschirm. Eigentlich auch hier wieder zu groß. Noch kleiner. In der Fernseher. Ja, eher so hier. Dass keiner sehen kann, kann einfach nur, muss man sich umdrehen. Genau so. Noch so die Flipper. Bis Netflix. Vorhänger. Das da ich nicht hin. Ja, ein paar hübsche Bilder. Haben wir zumindest mal den Eingangsbereich. Ist jetzt fast zu schmal für diesen, für den Bereich. Nettes Bild. Tisch brauchen wir noch unbedingt dorthin. Blütenwald, Fotomonument, Katze auf Nachtwache. Ein typisches Küstenbild. Ein Sonnenuntergang finde ich toll. Das ist so ein schöner Sonnenuntergang hier. Fußmatte brauchen wir natürlich zum Reinkommen.
Mathe. So was hier. Sehr schön. Unendlich begrüßt. Sitzt man hier und starrt auf das Bild, während dort Netflix läuft. Sitzt man so, Und ein paar Kleiderhaken. Kriegen wir hier noch ein paar. Fließen für den Boden können wir noch nicht. Andere. Wir können jetzt fließen. Juhu. Ich muss aber langsam aufhören. Sehr mir das gefällt. Ich wüsste jetzt nur mal schnell besser, was das für ein Boden ist. Laminat dunkel, auch nicht schlecht. Doch schlecht. Teppichboden. Ja. Nicht so sympathisch wie das helle, aber kann man machen. Es dauert hier aber. Zumindest kann man sich hier nicht verbauen. Irgendwann steht was hin. Das ist halt so ein schräger reingebaut. Ein unschönes Geräusch. Ich kann die zwei gleichzeitig machen. Manchmal. Auch wenn man es kaum sieht, muss man ja auch die Sachen unter der Schwelle mitbauen. Das sticht so ungut hervor. Sich da ist die Stelle. Das geht ja mal gar nicht. Unterm Teppich muss das sein. Ich habe sehr viel Spaß an dem Spiel. Von das Einrichten hier. Das Haus dann hier.
mir sehr viel Spaß. Beschleunige ich aber hier mal ein bisschen. Kostet zum Glück nicht viel, die Boden fließen. Das Geräusch ist extrem nervig. Aber was soll man machen? So. So nämlich. Zweites Bild, auch mehr Bilder. Dekoration. Und Gemälde. Das nennst du Small. Gemälde. Das ist ein süßer roter Panther. Ein Viadukt. Hier was Künstlerisches. Junge, nicht so groß. So ein Bild brauchen wir wieder. So ein Sonnenuntergangsbild in dem Stil. Hübscher Wasserfall. Nichtssagende Bilder. Ein Märchenhaus. Ach du Scheiße. Nur eine Stehlampe hin. Müsste sie auch hier nicht mit Bildern voll klatschen. Ja. Kann man doch machen. Jetzt brauchen wir hier einen Stuhl und einen Schreibtisch und so weiter. Aber erstmal haben wir es doch hier. Tischchen würde ich hier noch hinstellen. Beistelltischchen. Hobbymäßiges. Nein, jetzt nicht hier. Möbel. Ein ganzes Tischchen. Ein Couchtisch. Das passt dir gar nicht.
Eher so braun. Da jetzt noch eine hübsche Deko drauf. Diese schönen Blümchen. Das wäre doch was. Skulpturen. Ach du Scheiße. Und klein natürlich. Blümchen hat man nie geschadet. Pflanzen. Was nehmen wir denn hier? Manche Rosen. Schnittlauch, wenn sich was schnabulieren. Ein Gummibaum. Eine edle Orchidee. Okay. Ich würde es echt auf den Tisch stellen. Wo sind die Blumen? Noch was zum Hinlegen irgendwie. Ein paar Zeitungen. Eine Uhr ist auch nicht schlecht. Gut. Schickimicki. Und da richten wir dann nächstes Mal weiter ein. Für den Anfang. Jetzt Wartezimmer. Das ist Arbeitszimmer. Das ist eine Küche und da ist Bad. Joa, würde ich mal sagen. Zurück zu unserem momentanen Büro. Na, dann würde ich mal sagen. Hoffe, es hat gespeichert. Joa. Na dann.